Der neue Kriegshäuptling hatte viele Probleme. Trotz seines Pakts mit Jaina, einem Menschen, wurden unsere Lager überfallen. Jaina behauptete, den Befehl nicht gegeben zu haben. Gemeinsam suchten wir nach dem wahren Feind. Rexa gegen Lady Dunkelschuppe! Die Naga haben unser Lager zerstört! Wir müssen sie besiegen. Dann können wir herausfinden, was hier wirklich passiert ist. Die See gehört uns! Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Das war's. Überladen und bereit für den Kampf! Ihr vertraut mir. Krall tut es. Das muss genügen. Unser künftiger Frieden hängt davon ab, was wir hier finden. Das macht mir Sorgen. Frieden ist immer brüchig. Meinem Sturm! Gar nicht so verschieden. Unsere Völker haben die gleichen Ziele. Darum gibt es den Konflikt. Lady Jaina? Seid ihr das? Ich erkenne diesen Soldaten. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Was wollt ihr damit sagen? Das erkläre ich später.
Lager sind weg. Aber wer waren die Menschen, die uns angegriffen haben? Ach, Jaina, endlich habe ich dich gefunden. Vater, ich wusste, dass du dahinter steckst. Versteh doch, die Horde ist nicht mehr unser Feind. So naiv, meine Liebe. Geh zur Seite. Es wird Zeit, dass wir sie ausrotten. Lauf, Drexar! Dank Jaina entkam ich. Aber nun herrschte Krieg und wir waren zahlenmäßig unterlegen. Kriegshäuptling Thrall wusste, dass wir Verbündete brauchten. Er bat mich, einen jungen Tauren vor Zentauren zu retten, um sein Volk für uns zu gewinnen. Drexar gegen Kurak! Ihr habt Bane Bluthoof entführt und das Herz seines Vaters gebrochen. Lasst ihn frei! Narr, der Tauren gehört uns! Mein Vater weiß, dass ich hier bin. Ihr müsst mich zu ihm bringen. Das verspreche ich, Bane. Ihr endet in einem Käfig, Halborg. Wilde Kreaturen gehören nicht in Käfige. Kämpft jetzt für uns! Mehr Krieger verloren, als ihr für euch gewinnen wollt. Klappe! Ich jage allein. Andere sagen Ramsch, ich sage Schatz.
Geht es euch gut? Ja, mein Freund. Ich verdanke euch alles. Mein Vater wird euch jeden Wunsch erfüllen. Bane stand zu seinem Wort. Sein Vater, Häuptling Kern, stellte uns seine Krieger zur Seite. Wir waren bereit, uns Admiral Prachtmeer zu stellen und all seinem alten Hass. Rexha gegen Dalin! Kommt nur, ihr Barbaren! Ihr werdet für eure Taten in Sturmwind und Lordaeron büßen! Das waren andere Zeiten. Die Horde hat sich geändert. Aber manches kann man nicht ungeschehen machen. Dankt eurem Glücksstern, Kumpel! Krall, Rexha, ihr sollt wissen, dass ich nichts damit zu tun hatte. Natürlich nicht. Aber ihr wisst, was wir tun müssen. Ja, tut, was ihr tun müsst. Wir müssen dem Admiral ein Ende machen. Erst dann wird die Horde sicher sein. Zielt auf ihre Schwachstelle! Vernichtet sie! Was hält die Zukunft bereit? Feuert die Kanone! Der Champion der Horde. Ihr bestimmt über Sieg oder Niederlage. Da ist nah. Wir folgen euch, Rexha. Geht voran. Lokha Ogar! Für die Horde! Für Durotar! Ich sehe euer Ende. Blut und Beute! Monster! Alle miteinander! Ich jage allein. Das Gefleck. Ich sehe euer für die Ehre.
für die Ehre. Ihr werdet nie wissen, wie es ist, eure Heimat und eure Liebsten zu verteidigen. Ihr habt eure Welt verlassen, um unsere zu zerstören. Gerettet, Rexha. Das kann ich euch nie vergelten. Werdet ihr bei uns bleiben? Mein Platz ist in der Wildnis, bei den Tieren und den Elementen des Landes. Aber ich werde immer da sein, wenn ihr mich braucht, Bruder. Mit der Zeit sehnte sich mein Herz nach der Heimat. Als ich das dunkle Portal erneut öffnete, kehrte ich zurück. Als ich mein Volk endlich fand, war es wie befürchtet. Sie wurden von Ogern der Blutschläger und ihrem Anführer angegriffen. Einem riesigen Gronn. Um sie zu retten, musste ich alles anwenden, was ich gelernt hatte. Gegen Gorgrom. Wer stört Gorgrom? Ich bin Rexha, Held der Horde, Sohn der Mokhnatal. Ihr zu klein für Held. Mit einer solchen Kreatur kann man nicht reden. Würde man gegen einen Berg kämpfen? Ich mag keine Fallen!
wahr. Ihr riecht wie Oger, aber klein wie Ork. Ich bin Fides. Diese Berge gehören Blutschlägern. Ihr selber gerufen? Ich jage allein. Ich jage allein. Diese Berge gehören Blutschlägern. Im Fall des Riesen endete mein Exil. Mein Volk hieß mich willkommen. Alle, außer meinem Vater. Aber ich gebe ihm Zeit. Über die Jahre habe ich gelernt, dass nichts wichtiger ist als die Reise, die wir alle im Herzen durchleben. Solange wir wild und frei sind, werden wir unseren Weg finden.